Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Bonjour. Salut. Je m'appelle Klaus. Du heißt doch gar nicht Klaus. Ich heiße doch gar nicht Klaus. Wer ist ich eigentlich? Ich glaube, du heißt Steffen. Je m'appelle Klaus. Ich kann wohl Französisch. Ja, ganz toll. Ja. Et voilà le Eiffelturm. Nicht ganz. Ja, ja, wer ist ein Eiffelturm? Le Tour Eiffel. Mhm. Ja, der geht dann wieder zurück. Retour Eiffel. So. Genau. Genau. Und Käse heißt Fromage. Fromage, ja, das weiß ich, das habe ich mir gemerkt. Das kann man sicher merken. Der Euter an der Kuh, ne? Da kommt ja die Milch raus und die ist am Arsch von der Kuh, also vom Arsch. Wir sind in Nuss-Nougat St. Anna. Eigentlich heißt es Nain-sous-Sainte-Anne. Genau. Das befindet sich im Franche-Comté, einem französischen Bezirk, Regierungsbezirk, wie auch immer. Und ist sehr schön da. Meine Eltern haben uns eingeladen, über Ostern ein paar Tage mit ihnen hinzufahren. Willst du mal die Umstände beschreiben, dieses Hotels? Also ihr geht ja schon länger hier hin, ne? Genau, wir gehen schon länger hier hin. Also meine Familie, meine Mama hat nämlich nach der Wende umgeschult auf Französischlehrerin und hat dafür einen Sprachkurs besucht natürlich, eine Umschulung. Und da war auch eine Woche Aufenthalt in Frankreich mit Unterricht dabei. Und das fand in diesem Hotel hier statt damals. Die Betreiber kommen eigentlich aus Karlsruhe, Horst und Brigitte. Also echte Schwaben. Echte Schwaben. Nee, Badener, glaube ich. Karlsruhe ist, glaube ich, schon Baden. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Wir fragen mal Daniel, das ist auch ja. Genau, Daniel darf uns ein paar die Löffel geben, wenn das jetzt falsch war. Für mich ist alles südlich von Münster Schwaben. Genau. Und jedenfalls hat meine Mom, kontaktfreudig wie sie ist, sich mit Horst und Brigitte angefreundet, die den Kurs betrieben haben und denen auch, ich glaube, damals nur anteilig, mittlerweile ganz dieses Hotel gehört. Mhm. Und hat die mal zu uns eingeladen und dann sind wir hingefahren und haben uns das hier angeguckt und wir waren total begeistert. Also mein Bruder und ich müssen so 8 und 9 gewesen sein vielleicht. Und dann sind wir annähernd jährlich über die Osterfeiertage hier nach Frankreich gefahren. Das ist halt relativ weit im Norden noch. Es war trotzdem immer eine 8-Stunden-Fahrt von Erfurt aus. Aber das war jetzt nicht Südfrankreich, wo man ewig unterwegs ist. Also wo befinden wir uns jetzt genau geografisch? Wir sind von der deutsch-französischen Grenze nochmal so 2,5 Stunden weg, ne? Da sind wir nochmal so 2,5 Stunden weg. Wir sind aber relativ dicht an der Schweizer Grenze da. Okay. Also wenn man die Grenzlinie zieht, sind wir auf der französischen Seite ungefähr so weit weg von der Grenze, wie auf der schweizerischen Seite Lac Neuchâtel ist, heißt der, glaube ich. Also der Stadt und See Neuchâtel. Okay. Das ist ungefähr jeweils gleich weit von der Grenze weg. So, also es ist ungefähr auch die gleiche Höhe wie der See. Ich habe keine Ahnung, wo im Nord-Süd-Gefälle. Also ja, so ein bisschen in den Bergen drin. Es gibt hier in der Nähe einen Berg, der heißt, glaube ich, Mont Rong. Da sind wir einmal raufgelaufen. Und von da hat man einen wunderschönen Blick geradeaus direkt auf den Mont Blanc, also diesen höchsten Berg der Alpen. Und das gesamte Alpenpanorama ist sehr, sehr hübsch. Da fahren wir aber nicht hin. Da musst du nicht hoch. Na, Gott sei Dank. Gestern waren wir schon auf Natur und ich war ganz von Datendrang erfüllt und ganz voller Elan. Dachte ich so, komm, Frankreich und wandern und extra neue Schuhe gekauft, dass ich mich hier auch bewegen kann. Und dachte so, juhu. Und bin so dann den ersten Weg hochgelaufen und du dachtest noch, hey, warum bist denn du so schnell? Und das bist du gar nicht gewöhnt von mir. Ich sag, ja, wenn du schon mal in Frage, when in Rome sozusagen. Genau. So, dann hier schon mal wandern gehen und dann ging es dann die Treppen hoch und mein ganzer Elan war aber du hast sehr tapfer durchgehalten. Das ist wirklich, also es ist halt urig. Gestern hat es noch ordentlich geschüttet erst und als wir da losgefahren sind, war es ein bisschen trockener. Und es war schon also glitschig und matschig und auch nicht so sicher. Und das ist, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es so die genormten Stufen sind, die da sind. Nein. Zum Glück gibt es Stufen. Also das ist für Frankreich schon viel, dass es hier mittlerweile Stufen gibt. Es sind nicht so in den Berg gehauene Felsformationen, auf denen man sich da irgendwie so hochkraxeln muss, sondern tatsächlich wenigstens so Holzschwellen, die in den
Boden so in die Steine so eingelassen sind. Und damit kommt man dann eben so an dieses Grotten- und Wasserfallsystem so ein bisschen hinten rum. Genau, ran, ne? Genau. Wer es genau verorten möchte, das ist die Source du Lison. Die fließt hier durch Nassusand an. Ist sehr schön. Also es gibt ohnehin in der Gegend hier sehr viele Flüsse und Wasserfälle und Quellen und Grotten und überhaupt. Ist eine sehr schöne Wander- und Ausflugsgegend, wenn man denn gerne wandert. Also ich habe da ja gestern mit dir schon mal drüber gesprochen und ich habe noch nicht so ganz, also ich bin eher so ein Stadtkind, ne? Also lieber zu Hause vom Fernseher in den Ferien und gar nichts tun, so, ne? Oder auch den Rest des Tages. So, und ich habe gestern schon so ein bisschen, also ich verstehe nicht so die Faszination an einen Ort, einen und denselben Ort, so turnusmäßig immer wieder hinzukehren. Und ich kann das, also so wie ich die andere Familie, die mit uns hier ist, das sind ja auch Freunde von euch, Familienfreunde von euch, also so in dem Kontext kann ich das verstehen, dass man sich halt immer so einmal im Jahr an einem anderen Ort als irgendwie zu Hause trifft und so einen gemeinsamen Urlaub tatsächlich macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, also sollten wir jemals hierhin wieder zurückkommen können, das ist ja auch noch fraglich, ne? Also ob wir das Hotel behalten können oder nicht. Ich wüsste halt nicht, warum ich da nochmal den Berg hochkrechseln muss. Ich habe es ja schon mal gesehen, so, ne? Das ist so eine Faszination, die ich noch nicht so ganz durchdrungen habe tatsächlich. Ja, das ist so ein bisschen fast schon ein Begrüßungsritual, wenn wir herkommen, im Prinzip da zur Quelle zu laufen und in diese Grotte rein und alles. Wir haben tatsächlich, weiß nicht, ob du das gestern mitgekriegt hast unterwegs, wir waren lange nicht hinten bei dieser Grotte, also bei diesem runden, ausgehöhlten Felsen, wo unten die Aussichtsplattform noch war und so. Da sind wir lange nicht gewesen. Wir sind zu der ersten, zu den Wasserfällen gelaufen da bei der Quelle und dann sind wir nochmal rum zu der Grotte, wo wir nur auf der Brücke gestanden haben. Da sind wir nochmal hochgekraxelt und dann den ganzen Wanderweg rum, um den Fluss, bis wir wieder am Ort rausgekommen sind. Das ist so ein bisschen ein Begrüßungsritual eigentlich tatsächlich. Und ansonsten haben wir schon geguckt, dass wir Sachen, wenn sie sehr schön waren, haben wir die auch wiederholt. So. Auch wenn wir wenig Zeit hatten, weil wir gesagt haben, komm, die Zeit ist zu schade, um irgendwas auszuprobieren, was wir dann doof finden und wo wir keinen schönen Tag haben. Dann machen wir lieber was, wo wir wissen, dass es Spaß macht und schön ist. Aber beispielsweise, wir sind 4 Kilometer den Berg hochgefahren, also so serpentinenmäßig, um dann an diesen Pont du Diable. Das habe ich richtig ausgesprochen, ja, ne? Hervorragend. Mein Französisch ist perfekt. zu kommen und das ist halt eine Brücke, wo so ein Teufelsschädel angebracht ist. So ein Spaßstein. Nein, der Teufel ist durch die Brücke gesprungen vor Wut und stecken geblieben und nur das Gesicht guckt raus. Genau. So. Also das ist halt ein Teufel. Ich habe den jetzt einmal gesehen, auch den Teufel dann vernahmen und war auch ganz froh, dass es zwar hoch ist, aber das Gelände entsprechend hoch. Sonst hätte ich wahrscheinlich da Kniestottern gekriegt. Also hoch ist für mich eher ein Problem, weswegen ich auch nicht so der Bergemensch bin, keine Ahnung. Aber ich wüsste jetzt nicht noch mal irgendwie in den nächsten 10 Jahren auf diese Brücke und gucken, ob die noch steht, weil, weiß ich nicht, guck's bei Google Maps, ne, ob die doch, keine Ahnung, ist ein bisschen profan jetzt natürlich, aber naja. Ja, also wir sind auch da sind wir auch nicht jedes Jahr hoch, so, ne, also die Pont du Diable, das haben wir mal gemacht, das war mal Auftakt für eine Wanderung oder ähnliches. Wir gucken dann schon, dass wir hier abwechslungsreiche Sachen erleben, aber gerade mit dir haben wir jetzt natürlich geguckt, wo kennen wir die Strecken, wo wissen wir, dass es für dich auch bewältigbar ist, so, dass du da nicht irgendwie mit deinem Knie über irgendwelche Ecken kraxeln musst, die nicht dafür gedacht sind, dass man mit kaputten Knien über irgendwelche Ecken kraxelt. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir die Routen schon kennen. Und ansonsten haben wir schon immer wieder neue Sachen ausprobiert. Also meine Mama ist ja durchaus entdeckungsfreudig und sagt dann so hier und da und lass uns mal hier hingucken und da hingucken und das mal ausprobieren. Und dann geht man aber eben so als Zwischenrast. So, ne? Wenn du weißt, okay, du willst irgendwo lecker Kaffee trinken oder Mittagessen oder so, dann weißt du, wo du leckeres Essen kriegst. Und gehst, ich meine, gut, du bist in Frankreich hier. Du kriegst überall leckeres Essen. Das ist im Prinzip schon richtig. Ja, wir haben, als wir reingefahren sind in den Ort, waren wir erst in einer Patisserie und haben nur so Küchlein mitgenommen. Ich habe auf die Preise geguckt. Also da kostete so ein Stück Kuchen, so ein kleines, rundes Küchlein mit, also auch ordentlich gefüllt, so 2,50 Euro oder so. Also, und dann ist das dann eben 4-mal. Und das haben wir dann unter uns aufgeteilt, immer so Viertelstückchen. Und da war nichts Schlechtes dabei. Gar nichts. Also tatsächlich, ich habe mich also relativ erratisch dann durch diese diese Viertelchen gegessen. Und da war eins besser als das andere. Und du konntest nicht wirklich eine Reihenfolge festmachen, weil die halt wirklich alle gut waren. Und dein Vater hatte noch so ein großes Stück Käse dann, das auch noch umgereicht hat. Und der war auch fantastisch. Ja. Und heute Morgen das Frühstück eben. Und das Abendessen gestern. Also wir kriegen gestern, ja hier mindestens Halbpension, glaube ich, werden bekocht und versorgt. Es gab gestern, glaube ich, 4 Gänge insgesamt. Also den Salat als Zwischengang. Ja, den Salat als Zwischengang, genau. Ja.
Und vorneweg gebratene Garnelen mit Gemüse. Curry und so auf jeden Fall knusprig angebraten. Mm, wahnsinnig lecker. Im ersten Moment dachte ich auch, ja, das ist so die Vorspeise im China-Restaurant. Mm. Aber das war halt schon, also das Gemüse ist jetzt nicht chinesisch gewesen, das war halt so ein normales. Mm. Also Paprika und Möhren und sowas. Und die Garnelen kannst du wahrscheinlich auch aus dem Mittelmeer fischen, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja, fast. Ja. Mm. So, ne, das war auch richtig lecker. Dann gab es eben den Salat als Zwischengang. Mm. Kam der da schon, genau. Genau. Und dann die Spaghetti. Das war das Erste, was wir irgendwie gegessen haben, was nicht Low Carb war. Mm. Das schaffen wir momentan sowieso irgendwie nicht mit dem Low Carb. Das ist ganz furchtbar. Mit so einer Sahne-Lachssoße, hätte ich gesagt. Und Fenchel. Fenchel, hm. Fenchel war mit da drin. Und als Nachtisch gab es Eis und warme Kirschen und Sahne. Mhm. Ist auch sehr, sehr gut. Und das Frühstück halt unfassbar reichhaltig. Also Käseplatte, diese leckere, luftgetrocknete französische Salami. Und so eine Knoblauchwurst, die dann irgendwie auch auf die Hälfte dezimiert ist, weil die so lecker war. Mhm. Und diverse selbstgekochte Marmeladen von Horst und Brigitte. Und eine spanische Tomatenmarmelade, ja. Konfitüre, irgendwie sowas, Gelee. Mhm. Also reichhaltig und auch also Gurken und Tomaten dazu, schon aufgeschnitten und gewürzt und Radieschen und Bärlauch und hast du nicht gesehen. Also wirklich Schlemm ohne Ende, ne? Das war schon, also das ist so dieses, ich bin schon so eher der Typ, dass ich sage, ich fahre fürs Essen irgendwo hin, ne? Mhm. Weil ich halt eher so auf der kulinarischen Ebene dann den Bezug zum Land finde. Und das habe ich in der Schweiz gehabt, wo wir dann natürlich auch die Schokolade und den Käse mitgenommen haben. Und ich bin nicht so der Weintrinker, ich habe gestern tatsächlich Wein getrunken. Mhm. Weil es gibt hier irgendwie kein Bier. Das ist ganz furchtbar für mich. Ja. Also normalerweise bin ich es gewöhnt, dass wenn irgendwie Wein auf den Tisch gestellt wird, dass ich dann gefragt wäre, möchtest du ein Bier dazu? Und du sagtest auch schon irgendwie, wäre Frankreich jetzt nicht so das Bierland. Ne? Nee, meistens eher ein bisschen dünn. Und das heißt, ich habe gestern da eine Weißweinschorle, hätte ich jetzt gesagt, getrunken. Mhm. Oder so. Und dann einen kleinen Schluck Sekt gab es dann abends noch. Das habe ich dann gehabt. Ja, mhm. Also jetzt ja auch nicht so der Alkoholtrinker, aber Bier mag ich schon sehr gerne. Mhm. Und das finde ich dann, also da muss Frankreich definitiv also noch ein bisschen was dazu lernen. Das fand ich aber witzig, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, als mein Papa dann diese, der hat so eine kleine Kühltasche. Ja. Und da steht Altenburger drauf von der Biermarke, ja, genau. Altenburger. Und der eine aus der Familie, der mit ist, fragt dann auch gleich, oh, hast du da Altenburger drin? In so einem voll begeisterten Tonfall. Der war wirklich enttäuscht, dass da keins drin war. Ja, das ist halt wirklich, also ich, Altenburger kenne ich auch. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt irgendwie. Und das ist echt ein gutes Bier. Mhm. Ja. So. Ja. Wo geht's heute hin? Heute fahren wir nach Arbois und machen da eine kleine Runde. Arbois geschrieben. Okay. Machen da eine kleine Runde. Da gibt's einen schönen Spaziergang, wo dann auch ein kleiner Wasserfall, eine kleine Grotte ist, wo man aber auch nicht kraxeln muss. Und von da geht es weiter zu den Cascades des Tuffes. Wir lieben diesen Namen eher von Tuffstein. Tuffstein, okay. Tuffstein, genau. Cascades des Tuffes. Und Tuffi. Das ist der Elefant, der in die Wupper gefallen ist. Genau. Ja. Der. Und da werden wir uns auch ein bisschen umtun und umschauen und ein bisschen durch die Gegend fahren und das schöne Land genießen. Und es ist hier wirklich schön. Wir haben Fotos gemacht, um euch neidisch zu machen. Ja. Genau. Und schön. Wir haben auch ein hübsches Zimmerchen hier in diesem. Also das Hotel ist toll. Es ist ein ganz verwinkelt und ganz viele kleine Räume und überall noch eine Treppe drauf. Und es sieht von außen aus wie so ein Westernhäuschen. Ja, so ein bisschen. Mit ne, so eine Terrasse vorne dran. So, ne? Das ist wirklich so hübsch. In der Prärie und auch innen drin, also unten der Speisesaal sehr groß. Und dann so ein Kaminzimmer. Ich habe gestern, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb Stunden alleine im Kaminzimmer gesessen. Dann habe ich da einfach ausgeruht und habe den Gesprächen zugehört, denen ich einfach nicht beiwohnen wollte. Und habe da in dem Kaminzimmer gesessen, ganz alleine und ganz für mich und ganz warm und ganz schön. Habe ins Feuer geguckt und die Gedanken schweifen lassen und gleich geht's wieder, werden wir gepeitscht. Wir haben Gott sei Dank ein Zimmer im Erdgeschoss bekommen, ja. Mit eigenem Zugang zu der Hauptterrasse unten. Die wir nicht nutzen können, weil das Wetter doch zu kalt und feucht ist. Ja, wobei hört es auch relativ sonnig aus. Ja, also gucken wir mal, wie es wird. Feucht ist es denn noch. Genau. Gar nicht. Und ja, auf jeden Fall werden wir diesen einen vollen Tag, den wir in Frankreich haben, genießen. Mhm. Ostersonntag geht's schon wieder zurück. Genau. Ja, 4 Stunden nach Stuttgart erst wieder zurück. Genau. Und dann von deine Eltern fahren dann von da wieder nach Hause. Nach genau. Frankfurt. Und also vielleicht machen wir unterwegs noch was irgendwie. Also wir wollen nach dem Frühstück aufbrechen und dann vielleicht noch was angucken zwischendurch. Und wahrscheinlich fahren wir über die Schweiz zurück, weil das auch eine sehr schöne Strecke ist. Ich war noch nie in Straßburg. Du warst noch nie in Straßburg? Nee. Das müssen wir mal gucken, weil da vielleicht drüber ich bin gestern das erste Mal durch den Elsass gefahren, also von daher. Ja.
Also bis runter in Schwarzwald war ich. Mhm. Also Feldberg, da sind wir auch dran vorbeigekommen. Genau. Da wohnen meine Tante wohnt da mit der Familie. Also weiter war ich noch nicht im Süden. Und also diese ganze Ecke hier, Schweiz Richtung, also Lörrach und Elsass runter, das kenne ich nicht. Na guck. Ja. Hast du mal was gesehen von der Welt? Ja, von der Autobahn. Das sieht alles gleich aus irgendwie, keine Ahnung. So, ich glaube, wir haben jetzt auch genug geredet. Ja, wir sind bei 15 Minuten. Ja, das sollte reichen als Audio-Postcard. Ich denke auch. Ich glaube, das ist ein Audiobrief. Ja. Mit freundlichen Grüßen. Au revoir. Sehr gut. Je m'appelle Klaus. Ja, so ähnlich. Bis zum Podstock. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dum 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 d